Vor kurzem habe ich erfahren, dass ich wieder in der Glashütte anfangen kann. Als junger Bursch habe ich da gelernt, aber wie dann eine schlechte Zeit gekommen ist, haben sie mich ausgestellt gehabt. Seitdem bin ich Knecht gewesen. Eine wesentlich härtere Arbeit, die umdrehe auch noch schlechter Zeit wird. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich wieder in die Glashütten gehen kann und habe mich gleich nach einer Möglichkeit umgeschaut, wo ich die erste Zeit unterkomme. Glashütten stehen abseits von den Dörfern, damit sie leichter mit Kohlen und Quarz versorgt werden können. Und für mich ist der Weg daher einfach zweit gewesen. Ich habe mir nachher vorgenommen gehabt, dass ich erst einmal bei irgendjemand zur Miete wohnen tue und mir dann später, wenn ich richtig in der Arbeit angekommen bin, eine ordentliche Unterkunft suche. Über eine Nachbarin habe ich dann von der Reitmeierliesel erfahren, eine alte Jungfer, die ebenfalls abseits im Wald lebt und hin und wieder Arbeiter von der Glashütte für ein kleines Geld bei sich wohnen lässt. Das hat sie fürs erste gleich gut angehört. Und während ich mich kurz mit ihr unterhalten hab und mir das alte Weiberl recht nett vorgekommen ist, bin ich bei ihr eingezogen. So günstig war ich woanders nie untergekommen. Alle anderen fremden Zimmer in der Gegend waren deutlich teuriger gewesen. Es war zwar ein wenig weit außerhalb, aber die Alte hat gemeint, sie tat auch für mich kochen. Und allemal habe ich mir gedacht, dass ja bloß für eine kurze Zeit sein wird. Am ersten Abend bei ihr, an dem Tag, bevor meine Arbeit losgegangen ist, hat das Weiberl dann gleich für mich aufgekocht und hat mir einen Eintopf vorgesetzt. Mir war zwar eine gescheite Brotzeit lieber gewesen, aber ich hab mir gedacht, dass man einem geschenkten Gal ja nicht ins Mahl schauen soll. Wie es dann spät worden ist und ich in mein Bett gehen wollte, na, hat mich die Alte aber nochmal zurückgehalten. Sie hat gemeint, es war besser, wenn ich hinter mir die Tür zu meiner Schlafkammer zusperrt. Es war bloß deswegen, weil die Tür nicht mehr gescheit schließen tat und dann die ganze Nacht mit dem Quietschen hin und her schwingt, wenn man es nicht gescheit verriegelt. Weil ich in der Nacht vor meiner neuen Arbeit natürlich gescheit schlafen wollte, habe ich es so gemacht, wie die Alte gesagt hat. Hab einen Schlüssel im Schloss umgedreht und bin dann ins Bett gegangen. Weil ich aber dann doch ein wenig aufgeregt war wegen der neuen Arbeit, habe ich mich in dem kleinen Bett eine Zeit lang hin und her gewalzt und hab keinen Schlaf gefunden. Allerweil wieder sind mir die Augen aufgegangen und ich hab entweder einen Blick zu dem kleinen Fensterl rausgeworfen oder im Kammerl umeinander geschaut. Irgendwann sind mir dann endlich die Augen müd worden und ich war schon kurz vorm Einschlafen, wie es auf einmal bei mir an der Kammertür geklopft hat. Erst hab ich gemeint, ich hätt mich verhört, weil wer hätt jetzt mitten in der Nacht bei mir an dir klopfen sollen da heraus? Wenn überhaupt. Nachher hätte es ja bloß die alte Reitmeierin sein können. Und was hätt jetzt die in der Nacht von mir wollen sollen? Ein wenig argwenisch habe ich zu der Tür geschaut, als könnte ich erkennen, was sie auf der anderen Seite im Dunkeln abspielt. Dann habe ich eine Zeit lang abgewartet und wäre mich gerade wieder ein wenig entspannt gehabt hab und das Einschlafen nochmal versuchen wollte. Da hat es ein weiteres Mal an der Tür geklopft. Ich hab mich stark gehalten und hab so da, als da die schlafen. Mir war völlig wurscht, was die Alte jetzt in der Nacht von mir braucht hätt. Ich wollte meine Ruhe haben. Kaum ist aber eine Zeit vergangen,
Da hab ich gesehen, wie die Klinken von der Tür ganz langsam nach unten gedruckt worden ist. Zum Glück habe ich ja zugesperrt gehabt, sonst war die Alt am Ende tatsächlich mitten in der Nacht in meine Kammer reingekommen. Wer's noch gemerkt hat, dass die Tür nicht aufgeht, ist die Klinken wieder ganz langsam nach oben gegangen. Und dann hab ich vernommen, wie es wieder verschwunden ist. Ganz deutlich hab ich ihre Pantoffeln über den Boden witzen hören. Eine Weile hab ich noch abgewartet und mein Blick weiter auf die Tür ausgerichtet lassen. Hab geschaut, ob in dem Spalt zwischen Tür und Boden nochmal ein Schatten auftaucht. Dann wollte ich es wieder mit dem Einschlafen versuchen. Aber wäre mich grad umdrehe, damit ich es einmal auf der anderen Seite probieren kann und mein Blick dabei zu dem kleinen Fensterl ausfällt, da hätt mich beinahe der Schlag getroffen. Mitten hinter der kleinen verschmierten Scheibe ist ein Kopf auftaucht. Ein Fratzen, die bloß mehr entfernt ans Gesicht von der alten Reitmeierin erinnert hat. Ihre Haar, die es tagsüber unter einem Kopfdirchel gehabt hat, sind ihr jetzt zerzaust in alle Richtungen abgestanden. Ihr Blick ist wirr und wild gewesen und ihr Gefries war so verzerrt, dass mein erster Gedanke gewesen ist, dass die Alt jetzt einen Verstand verloren hat. Angestrengt hat's durch das Glas durchgeschaut und hat versucht, bei mir in der Kammer herin Epps zu erkennen. Ihre Augen sind dabei so schnell hin und her gewischt wie bei einer Wahnsinnigen. Augenblicklich hab er mich tief ins Bett neisinken lassen und hab mir langsam die Zudeck bis zum Kiepacker aufgezogen. Dann hab er mich ganz stark gehalten, damit mich die Alt ganz gewiss nicht in der dunklen Kammer herin ausmachen kann. Lang hat das alles zum Glück nicht gedauert. Nachher ist die Reitmeierin wieder von meinem Fenster verschwunden. Und das war dann Gott sei Dank auch alles, was in der Nacht passiert ist. Ich bin dann irgendwann doch eingeschlafen und bin in der Früh ein wenig verstört in den Sturm abgegangen. Dabei hab er mich die ganze Zeit gefragt, wie er der Alten jetzt begegnen soll und ob's am Ende aller Wahl noch so einen verrückten Eindruck macht. Aber wäre ich vorsichtig in die Küche eingespitzt hab, da ist die Reitmeierin wieder ganz normal am Ufer gestanden, hat ein freundliches Gesicht gemacht und hat schon wieder irgendetwas für mich in einem Topf drin brodeln lassen. Wie selbstverständlich hat's mich dann gegrüßt, hat gemeint, ich sollte mich vor der Arbeit noch kurz zu ihr an den Tisch setzen und hab mir eine neue Schüssel von ihrem Eintopf eingeschöpft. Zuerst habe ich zögert, aber dann doch ein Löffel voll davon genommen. Der Eintopf hat zum Glück nimmer gar so fad geschmeckt wie der am Abend davor. Und ich hab auch einen ordentlichen Hunger gehabt. Die Alt hat sich dann mit einem freundlichen Lacher gegenüber von mir hingeguckt und hat mich tatsächlich gefragt, wie die Nacht für mich gewesen ist. Wollt wissen, ob ich gut geschlafen hab oder ob vielleicht irgendetwas in der Nacht vorgefallen war. Wie's mich so geradeaus gefragt hat, hab ich natürlich schon auf den Vorfall ansprechen wollen, bin aber erst einmal zurückhalten blieb und hab bloß gemeint, ich hätte das Gefühl gehabt, dass sie in der Nacht vielleicht irgendwas von mir wollen hätte. Darauf hat sie ihr Gesichtsausdruck schlagartig geändert. Ihr Freundlichkeit ist einer betrübten Verwunderung gewichen. Und dann hat sie gemeint,
dass ihr das leid tat. Und dass sie mir vielleicht schon vorher hätte sagen sollen, dass genau so etwas vorkommen könnte. Sie tat an Dissoziation leiden, eine Art Krankheit, wodurch in ihr nur ein zweites Bewusstsein existiert. So, als taten sie zwei Menschen an selben Körper teilen. Wenn sie sich ins Bett legt und ihr Verstand eingeschlafen ist, nachher kommt die andere Person zum Vorschein. Sie selber hat dann keine Kontrolle mehr und sie möchte mir gleich mitteilen, dass die andere mit Vorsicht zu genießen war. Die andere hat zwar keine bösen Absichten, aber sie war nicht ganz richtig im Kopf und man kann bei ihr für nichts garantieren. Drum war's gut, wenn ich jede Nacht mit dir zusperren tat und nicht aufmach, wenn die andere da ist. Das Ganze tat ihr jetzt furchtbar leid, hat's gemeint. Sie kann verstehen, wie erschreckend das für einen Gast sein muss. Aber letzten Endes war das auch der Grund dafür, dass sie so wenig Geld für das Fremdenzimmer verlangt. Ich bin nachher in die Arbeit gegangen. Natürlich habe ich viel über den Vorfall nachgedacht. Aber der erste Tag in der Glashütte hat mir so viel Spaß gemacht, dass sie meine Laune schnell aufbessert hat. Zwar ist mir das alles nicht ganz geheuer gewesen, aber ich wollte auf keinen Fall in mein altes Leben als Knecht zurück. Und für etwas anders als das Fremdenzimmer bei der Reitmeierin hat mir vorerst das Geld nicht gelangt. Wie ich abends wieder bei ihr daheim war, ist die Alte dann erneut recht freundlich gewesen, hat für mich gekocht und nach dem Tag in der Arbeit hat mir ihr Eintopf gleich nochmal besser geschmeckt. Sie hat mich nachher nochmal daran erinnert, dass ich meine Kammer wieder zusperren soll und hat mir nur einen Rat mitgegeben, falls die andere wieder auftauchen sollte. Egal was das andere Weib probieren tat, hat's gemeint, ich sollte mich nie auf ein Gespräch mit ihr einlassen. Weil die halt schon ein wenig verwirrt war, kann's nämlich sonst sein, dass die komplett überschnappt. Wäre ich nachher in meiner Kammer war, habe ich gleich zweimal kontrolliert, dass ich auch wirklich zugesperrt habe. Trotzdem habe ich noch eine Gänsehaut gekriegt, wie ich ins Bett gestiegen bin. Bis ich eingeschlafen war, habe ich die Tier nicht aus den Augen lassen können, sodass man gleich wieder im Blick war, wäre ich die Geräusche von dort gehört habe. Wahrscheinlich habe ich das erste Klopfen noch verschlafen gehabt, weil während ich die Augen aufgemacht habe, hat sich schon wieder die Klinken nach unten bewegt. Wieder habe ich mich stark gehalten und habe abgewartet, bis die Klinken wieder auslassen worden ist und der Schatten in dem Spalt zwischen Tier und Boden verschwunden war. Dann habe ich meinen Blick langsam zum Fenster ausgerichtet. Wenn wieder das gleiche Spui wie am Tag davor stattfinden tat, nachher müsse dort jetzt gleich das wilde Gesicht erscheinen, habe ich mir gedacht. Ich habe mir die Zudeck wieder bis über den Hals aufgezogen und bis zum Schluss gehofft, diesmal dat das garstige Wein nicht auftauchen. Aber dann war es auf einmal da, hat genauso zum Fenster eingeschaut wie am Tag davor, hat ihre listigen, verrückten Augen hin und her wischen lassen auf der Suche nach mir und ist dann genauso schnell vom Fenster verschwunden, wie es auftaucht war. Erleichtert habe ich mich aufgesetzt und wollte schauen, ob ich nicht erkennen kann, wohin das alte Weib jetzt verschwunden ist. Aber
wäre ich gerade mit meinem Gesicht fast bis zu der Glasscheibe vorgegangen bin. Da ist die Hexe auf einmal von der anderen Seite vors Fenster gesprungen, dass mich vor schräg fast der Schlag getroffen hätte. Angrenzt hat's mich jetzt, dass ich richtig gemerkt hab, wie sie sich freut, dass mich gefunden hat. Tatsächlich hat's dann auch irgendetwas zu mir gesagt, was ich allerdings durchs Fenster nicht verstanden hab, so dass sie nach dem dritten oder vierten Mal, wo ich nicht reagiert hab, wild im Garten draußen zum Tanzen angefangen hat. Mit einer Mischung aus Abschei und Interesse habe ich dem Wei zugeschaut, wie es mir erst zugewunken hat, als möchte, dass ich zu ihr rauskomme. Und nachher, wäre ich nicht drauf eingegangen bin, wäre das Rumpelstützchen grante von einem Fuß auf den anderen gesprungen ist. Am nächsten Tag bin ich in der Früh wieder vorsichtig in den Stuben abgegangen. Aber die Alt ist erneut wie ausgewechselt gewesen. Sie ist schon am Herd gestanden und hat wieder für mich aufgekocht, ist betont freundlich gewesen und hat darauf bestanden, dass ich erst noch bei ihr is, bevor ich in die Arbeit aufbrich. Während ich gegessen hab, hat sie sich wieder bei mir entschuldigt für den Fall, dass ich heute Nacht wieder etwas Merkwürdiges erlebt hätte. Ich sollte mich einfach dran halten, dass ich die Tür zulasse und nicht mit der anderen sprich. Nachher darf auch alles in Ordnung bleiben. Ich hab ihr gegenüber bloß abgewunken. Innerlich aber hab ich mit derer Unterkunft schon abgeschlossen gehabt. Und während mir grad vor ihrem Eintopf hab nachschenken lassen, hab ich mir gedacht, dass ich weg sein werd, sobald's mir mein erstes Geld ausgezahlt haben. Der nächste Tag in der Glashütte war dann nicht so gut. Irgendwer ist mir einiges schief gelaufen. Und besonders gut gefühlt hab ich mich auch nicht. Ich hab's drauf geschoben, dass ich die letzten Nacht so wenig Schlaf gekriegt hab und war mir sicher, dass sich das Problem erledigt, sobald ich in einer anderen Unterkunft bin. Für die Nacht aber wollte ich nochmal bei der Reitmeierin bleiben. Was anders ist mir ja so kurzfristig auch nicht überblieben. Und nachdem ich abends ein wenig von ihrem Eintopf gegessen hab, hab ich mich wieder hingelegt. Obwohl ich stormiert war und mich auch sonst nicht gut gefühlt hab, hab ich kaum einschlafen können. Wie zu erwarten, hat's dann auch recht bald an meiner Türklinken gerüttelt. Und kurz danach ist wieder das greisliche Gesicht von der anderen an meinem Fenster auftaucht. Wahrscheinlich hat sie sich daran erinnert, dass ich in der Nacht davor zum Fenster ausgeschaut hab, weil es dermal nicht einfach wieder verschwunden ist. Während ich mich nochmal unter meiner Decke versteckt hab, hat sie mit ihren knorrigen Finger gegen die Scheibe geklopft und hat nicht aufgehört damit, bis mir schon der Schädel weh da hat davon. Damit Ruhe ist, hab ich mich dann aufgesetzt und hab wieder ausgeschaut zu ihr. Erneut hat's mir zugewunken und wollt, dass ich zu ihr rauskomme. Und ich hab mich gefragt, welcher lebensmüde Kerl etwa so einer Aufforderung nachkommen darf. Wer es gemerkt hat, dass ich mich nicht rauslocken lasse, ist noch grantiger geworden als in der Nacht davor. Hat sie weit vor meinem Fenster aufgeführt, hat umeinander gefuchtelt und hat sie dann doch tatsächlich, während's mir Kerzen grad in die Augen geschaut hat, ihren alten Finger über den Hals drüber gezogen. Mir also zum Verstehen geben, dass man
an Garaus machen möcht. Eigentlich hätte ich spätestens in dem Moment als Weide suchen müssen, hätte abhauen und nie mehr wieder kommen sollen. Aber mir ist beim Anblick von dem alten, wilden Weib da draußen so schlecht worden, dass ich nix anders hab tun können, als wär mir wieder ins Bett neizling. Die Alt da draußen wollt mich umbringen. Das war mir jetzt klar. Da hat die echte Reitmeierin noch so viel beschwichtigen können. Und wie ich dann in der Früh mit greislichen Magenschmerzen die Treppen zu ihr abgegangen bin, habe ich fest vorgehabt, dass ich der alten Jungfer jetzt das Ende von unserem Mietverhältnis aussprich. Benommen habe ich mich an den Tisch hingeguckt und habe ihr gesagt, dass ich heute auf jeden Fall da ausziehen werde. Die Reitmeierin, die schon wieder am Herd gestanden ist, hat sie bloß kurz zu mir umdreht und meint, ob ich nicht wenigstens noch eine Nacht drüber schlafen möchte. Na, auf keinen Fall, ist sofort aus mir rausgeschossen. Die andere ist wahnsinnig. Was, wenn die doch einmal zu mir reinkommt? Wenn ich einmal vergiss, dass ich zusperre oder sie das Fenster einschlagt? Die schaut ja nicht bloß aus wie eine Hex. Ich bin mir sicher, das ist eine. Ich sollte doch erst einmal ruhig bleiben, hat die Reitmeierin da drauf erwidert. Und sollte wegen Apps von ihrem Eintopf essen, damit ich wieder ein bisschen Kraft krieg. Zwar wollte ich erst nix, hab aber dann doch einen Happen genommen. Und währenddessen zu der Liesel gesagt, dass ich noch vor der Arbeit mein Zeug zusammenpacke und dann mitnehmen werde, damit ich nachher gar nicht mehr da herkommen muss. Einmal habe ich mir dann noch von dem Eintopf nachschinken lassen, aber wie es mir ein drittes Mal eben nachgelangen wollte, bin ich entschlossen aufgestanden und hab gesagt, dass ich jetzt in die Arbeit muss. Weit bin ich aber nicht gekommen, weil ich so benommen war, dass ich mich hab an der Tischkante festhalten müssen. Alles habe ich doppelt gesehen, als hätte ich mich gerade eben sauber mit Schnaps und Likör weggekriegt. Die Einrichtung von der Stube und alles um mich herum ist vor meine Augen in einem einzigen Wirbel umeinander geflogen. Und langsam hat sie das freundliche Gesicht von der Reitmeierin mit dazu gemischt, die dann etwas ganz Merkwürdiges zu mir gesagt hat. Heut brauchst nimmer in die Glashütten gehen, hat's gemeint. Hast schon mal auf die Uhr geschaut? Es wird ja schon bald wieder Abend. Weil ich nimmer hab stehen können, hab ich mich verwirrt wieder an den Tisch geguckt. Und wie sich der Wirbel vor meine Augen ein wenig gelegt hat, hab ich zu der alten Standuhr vor der Reitmeierin geschaut. Tatsächlich hat die Uhr 6 angezeigt. Und ein Blick aus dem Fenster hat mir klar gemacht, dass nicht 6 in der Früh war. Verstört habe ich mich gefragt, was jetzt passiert ist. Ich war doch rechtzeitig in der Früh aufgestanden und habe mich doch bloß kurz mit der Reitmeierin unterhalten gehabt. Warum war jetzt auf einmal der ganze Tag vorbei? Und warum ist mein Verstand auf einmal wie betäubt gewesen? Die Antwort drauf habe ich gerade eben gekriegt, wie ich zu der Reitmeierin geschaut hab. Die steht alleweil noch am Herd und kocht noch mehr von dem Eintopf, von dem ich jetzt schon seit 3 Tagen immer wieder gegessen hab. Frisch tut die da reinwerfen und eine Fledermaus, Flängpilz und andere Giftschwammerl.
und zum Schluss einen lebendigen Ratzen. Das alles hab ich gegessen gehabt. Das hat mir die Magenschmerzen verursacht und die Benommenheit. Und trotzdem muss ich auch jetzt weiter essen, wo mir die Reitmeierin grad nochmal was auf mein Teller tut. Du brauchst nicht mehr in die Arbeit gehen, sagt's zu mir. Ich hab da bei mir daheim nur Arbeit für dich. Jetzt gespann ich erst, was da überhaupt gespielt wird. Die andere, die in der Nacht zu mir gekommen ist, war vielleicht verrückt, aber sie war nicht die Beise. Sie hat mich nicht rauslocken wollen, damit sie mich umbringen kann. Sie wollte, dass ich abhau und hat mir gezeigt, was passiert, wenn ich ihr nicht folge. Nochmal taucht das Gesicht von der Reitmeierin in dem Wirbel vor meine Augen auf. Gut, dass du nicht auf die andere gehört hast, sagt's. Die möchte mir nämlich jetzt mal dazwischenfahren.